Leute bei wieder mal FS1 Goes Rockhaus und zwar beim Local Heroes hier in den geheiligten Hallen des schönen Hauses in Schallmoos. Heute sind wieder vier Bands auf der Bühne des Rockhaus zu sehen. Wir sind jetzt beim dritten Part angelangt und dazu begrüße ich die Band, die jetzt da sitzt, und ich freue mich einfach schon nur wegen des Namens, 1000 Sasser of Death. Hallo. Danke. Jetzt muss ich gleich mal fragen, ich war zwar sehr fasziniert vom Namen, aber ich muss sagen, ich kenne euch nicht. Das frage ich einfach mal, könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, was machen denn 1000 Sasser of Death? 1000 Sasser of Death ist meine Band, die ich hier gegründet habe, damit ich meine instrumentalen Soloalben live aufführen kann. Also im Prinzip gibt es die Band jetzt seit einem halben Jahr und sie ist benannt nach einem Musiktitel auf einem von meinen Alben. Und wir haben letzte Woche in Wien gespielt, heute in Salzburg, und spielen heute noch ein paar Mal. Und wir, im Prinzip spielen wir instrumentale Musik, die auf meine Alben rausgekommen ist. Also okay, also quasi neues Projekt, um Altes weiter zu verwirklichen. Genau, und auch, dass man generell neue Arrangements findet und dass man diese Musik, die eigentlich sehr studiolastig ist, auch mal live aufführen kann und live präsentieren kann. Okay. Muss ich fragen, ist das quasi ein Soloprojekt von dir mit Band oder ist das schon ein gesamtes Bandprojekt? Es ist eine Mischung eigentlich. Also ich möchte schon, dass die Band als eigene Entität besteht und dass jeder irgendwie im Laufe der Zeit sich einbringt und sich irgendwie produktiv erweist. Aber im Prinzip momentan spielen wir nur das Material, was eben in meine Alben schon in den letzten 5-6 Jahren rausgekommen ist. Okay, jetzt musst du aber die anderen sitzen hinter der Kamera. Kurz vorstellen, wer ist denn bei dir noch dabei? Bei uns ist dabei am Bass Andy Hartzfeld. Das ist der Grund, warum wir heute spielen. Der hat durch seine Erfahrung und seine Connections diesen Rockhaus-Gig aufgestellt. Florian Haslinger spielt Rhythmusgitarre. Und meine rechte Hand, Tommy Lovecraft. Seit wir 10 sind, machen wir miteinander Musik. Und er spielt auf meinen Alben Bass und Schlagzeug. Und ich habe dazu sagen, ich habe es auch aufgenommen. Fast alle produziert, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, also das ist mein Hauptpart, und wenn gerade ein Schlagzeuger sucht, dann stehe ich immer parat und helfe natürlich da. Genau, also mein Name ist Philipp Johann Datri, DJ Datri, das sind auch die Titel. Also das ist der Bandname, quasi der Albumname, unter dem das Album erhältlich ist, und überall, also vorne steht eben quasi der Name. Und jetzt eben die 1000 Sasser of Death, das gibt es jetzt seit einem halben Jahr, und das ist quasi live. Das ist eigentlich ein Songtitel vom zweiten Album. Genau. Jetzt muss ich trotzdem fragen, was steckt hinter diesem Titel? Es ist irgendwie, ich finde den Titel also großartig, er klingt einfach gut, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Weißt du überhaupt, wie das zweite Album heißt? Nein. Das Album heißt Zeitgeist Renegade, und das ist der Opener, von dem Album, und der ist 1000 Sasser of Death. Und das ist mir halt so eingefallen, weil ich einen Namen für die Band gebraucht habe. Und das ist mir halt einfach ein Liedtitel von mir selber eingefallen. Also was heißt eingefallen? Aber ich mir gedacht, das passt schon, wenn man das nimmt, das ist lang gut. Es bleibt jedenfalls im Kopf. Eben, und es soll etwas sein, was irgendwie ein bisschen catchy ist und sag ich mal lustiger und was passt sozusagen. Und das hat sich ganz geeignet angefühlt. Ja, ich habe mir eben ein paar Videos angeschaut. Es wirkt ja eigentlich sehr, sehr, sehr virtuos, sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, ist das vielleicht auch ein bisschen der Anspruch, weil du gesagt hast, das sind überwiegend instrumentale Sachen? Geht das ein bisschen wieder zurück, so quasi unter Anführungszeichen zum Artwork von den 70er Jahren, oder wo kommt das her? Ja, es kommt eigentlich aus den 80er Jahren. Okay. Also es ist eine Musik, also ein Genre, das in den 80er Jahren entstanden ist, wo einfach die Virtuosität auf der elektrischen Gitarre sehr zelebriert worden ist, auch im Mainstream. Das ist eine Zeit, in der sehr viel gegangen ist in dem Sektor und wo Gitarristen sehr einen hohen Stellenwert gehabt haben, die was einfach eine gewisse Kontrolle über das Instrument dargestellt haben. Mhm. Also es ist definitiv der Style und das Genre, und das ist halt dann ausgestorben mit Grunge. Im Prinzip hat sich das relativ schnell aufgehört, Anfang der 90er Jahre. Aber das Genre besteht nach wie vor, und ich probiere halt, dass ich diese Art von Musik schreibe, weil es eben relativ natürlich kommt und weil ich mit dem aufgewachsen bin und zum Spielen angefangen habe in diesem Genre und wegen dieses Genres. Mhm. Und ich bewege mich nur in dem relativ. Ich meine, ich spiele eigentlich außerhalb von dem nur Bach. Ich spiele nur klassisch. Also ich wollte mich schon fragen, weil bei euren Einflüssen dann irgendwann einmal Bach auftaucht, wo das dann eigentlich sehr wieder eine gute Brücke schlägt zu dem, wie sich Bach jetzt anhören könnte. Genau, weil Bach ist eben für mich das Höchste, was es gibt, musikalisch. Und es ist ein sehr, sehr lohnender Weg, den man geht, wenn man Bach wählt. Und ich weiß, dass ich bis zu meinem Lebensende nur noch, also mich hauptsächlich mit dem beschäftigen will und werde. Und der Rest ist nett. Die Musik, die wir heute spielen, ist alles von mir geschrieben. Aber im Prinzip, ich weiß schon, dass meine Zukunft eher in der Musik von Bach liegt und wo ich auch viele Konzerte spiele, auch mit einem anderen Projekt, Bachiana, also ein Duett, was Bach eben spielt mit Cembalo und E-Gitarre. Und das ist wieder ganz was anderes, aber es schließt das eine das andere nicht aus, weil es geht in beide Fälle eben um
Prinzip um schöne Musik, möglichst schöne Musik. Ja, und außerdem, ich bin ja der Meinung, man kann das sehr wohl, glaube ich, sehr gut verbinden. Also man kann es sehr, sehr gut verbinden. Es gibt ja das Genre Neoclassical, also genau, das ist das, wo genau solche barocken Stilelemente in neue Arrangements und zeitgenössischer Klangfarbe interpretiert werden. Das mache ich zwar eh nicht, ich bin sehr relativ urtextgetreu und auch mit einer sehr, sehr subtilen und neutralen Klangfarbe, aber das, was wir heute spielen, ist im Prinzip ganz was anderes. Das ist im Endeffekt was Solomaterial. Es ist sehr, sehr, sehr rockig und sehr wild und frei und sozusagen. Also es ist gleichzeitig, es ist 70er, 80er Jahre vom Style her und von der Attitude her. Und ja, also das klingt ja schon sehr vielversprechend. Ihr werdet das jetzt dann bald gleich auf der Bühne des Rockers zelebrieren. Jetzt abschließende philosophische Frage. An beide jetzt. Jetzt muss sich jeder bitte eine eigene Antwort überlegen. Was ist denn der Anspruch an die Musik von 1000 Sasser of Death? Was soll die Musik für euch, für dich sein oder für das Publikum? Sagst du auch. Wir fangen an. Ich glaube, es muss auf der einen Seite für den Spirit von 70er, 80er Heavy Rock her, Glam Metal Bands und Instrumental Bands, sowas soll immer in der Ära aus dem Boden geschossen sein, einfach mitbringen und auf der anderen Seite einfach Spaß bedeuten zum Spielen und gleichzeitig aber auch nicht so, dass jeder denkt, wow, das ist für jeden gar nicht so früh, sondern es sollte ein bisschen ein instrumentaler Anspruch gegeben sein. Und ich glaube, der ergibt sich von allein. Also wenn wir jetzt gerade hören, was wir für Einflüsse jetzt da vereinen, Bach, dann die ganzen 80er Gitarren-Heroes. Und ja, das ist schon von allein klar, dass das nicht alles leicht werden kann. Und wahrscheinlich auch nicht allgemein geeignet, aber Spaß auf hohem Niveau. Ja, kann man so sagen. Ja. Also ich glaube schon, dass das nicht für jeden doch ist, aber es ist zumindest so arrangiert, dass das ziemlich straight ist. Also wir machen keine rhythmischen Spielereien oder sowas, bei uns geht es immer gerade durch und das ist cool. Also es muss immer möglichst in your face sein und dann passt die Geschichte. Also dann ist für uns auch cool. Ich glaub, das ist unser dann also mit dem kann man schon sehr viel machen. Okay. Ja, stimmt eben. Auf der Gitarre gewisse Athletik gehört dazu in dem Genre, das hilft nicht. Aber der Fokus liegt eindeutig am Spaß. Also es soll Spaß machen und es soll musikalischer Genuss sein, sowohl für die Band wie auch für das Publikum. Also ich halte nichts von zu viel Gefrickel oder so, sondern es sollte auch schon vorwärts treiben und es sollte zur Bewegung animieren und es sollte einfach den Spirit haben von eben diese Bands aus den 70er und 80er, unter deren Einfluss wir aufgewachsen sind und unter deren Einfluss wir uns auch selber unser Spiel beigebracht haben, weil wir sind beide autodidaktisch eigentlich aufgewachsen und haben heute ein Label erreicht, wo wir zumindest das, was uns einfällt, relativ gut produzieren und rüberbringen können. Und ja, das wird halt da einfach mal dargeboten, sagen wir so. Also der Fokus liegt eindeutig im Spaß und ein bisschen Leistung gehört natürlich dazu auf der Gitarre und so weiter. Und also das ist dann immer das. Ja, am Schlagzeug genauso, ja. Also wir zwei. Jeder, der bei uns beteiligt ist, muss ja Leistung bringen. Und das ist dann am Anfang nicht so lustig, aber dann wird schon, wenn man dann das System beieinander hat und alle, weißt du, was man tut. Wenn alle dasselbe kennen und das Label haben, dann wird es richtig groovy und lustig für euch. Ja, also bei den Proben passt es immer ganz gut. Schauen bei den Proben passt es, dann hoffen wir, dass das jetzt auch passt. 1000 Sasser of Death, ich würde jetzt mal sagen, Musik zum sich reinfallen lassen. Bald. Hoffen wir, dass wir eine Folge bei der Probe passt, oder? Nein. Nein, aber dann wünsche ich euch ein großartiges Konzert. Vielen herzlichen Dank. Und euch wünsche ich das jetzt auch mit 1000 Sasser of Death. We'll be right back.
was mir gefällt, mach ich einfach hier das Lied. We'll be right back.
Breakfast funktioniert mit Jimi Hendrix. Das wird sicher jeder kennen. Nein, das ist ein ganz weirdes. Aber wir können es probieren. Wenn man es auf ein Wort spielt, den er ein bisschen ärgern soll. We'll be right back.
gibt's noch.